Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Fotografie-Aki. Ja, in den letzten Wochen war es etwas ruhiger hier auf meinem Kanal. Das liegt an, ja, mehrere Gründe. Alles nicht so einfach zurzeit. Ja, es liegt zum einen daran, dass das Wetter jetzt natürlich wieder super klasse ist, wir viel unterwegs sind, unseren Schrebergarten natürlich auch wieder instand setzen müssen. Ja, gehört alles dazu. Die Fotografie ist zwar trotzdem immer mit dabei, also ich fotografiere unglaublich viel, aber ja, es lohnt sich nicht daraus, jedes Mal Videos zu machen oder sonst irgendwas und ja, das ganze Equipment aufzubauen und ein richtiges Video zu drehen, dafür fehlt dann manchmal oder meistens einfach immer auch dann die Zeit. Ja, deswegen ist es aktuell etwas ruhiger. Ja, das letzte Video ist jetzt schon 1,5 Wochen her. Eine Diashow aus Frankfurt. Dort habe ich ganz bewusst mal auf das Filmen verzichtet und absichtlich wirklich nur Fotos gemacht. Ich denke, das Video ist ganz nett geworden. Hat ja der ein oder andere auch drunter geschrieben. Ja, das ist so das darum. Der zweite Grund, warum es im Moment ruhiger ist, ist, ja, ich stehe kurz vor einem größeren, ja, Projekt, Event, was ich begleiten darf, begleiten soll. Jetzt kommt mir aber diese neue Datenschutzverordnung, von der ihr sicherlich auch schon gehört habt, ja, quasi in die Quere. Ja, muss sehen, wie damit umzugehen ist. Ich stehe dort im engeren Kontakt mit den Veranstaltern des entsprechenden Events. Versuche im Moment viel ja, zu üben, was das Filmen und was das Fotografieren angeht in dieser bestimmten Situation. Ich möchte zu dem ganzen Projekt jetzt noch nichts weiter sagen. Wenn alles spruchreif ist, werde ich mich natürlich dazu äußern und euch dann auch mitnehmen in diese ganze Geschichte. Das ist ja ganz klar. Dafür mache ich das ja hier alles. Aber ich bin mir halt noch nicht so sicher, ob und wenn ja, wie das Ganze aufgrund der neuen Datenschutzverordnung überhaupt noch funktionieren kann. Der eine oder andere hat es von euch vielleicht schon gehört. Man darf keine Personen mehr fotografieren. Von vorne so, also quasi nicht mehr so fotografieren, dass sie identifizierbar sind. Sollte man das machen, braucht man von jeder Person, welche auf dem Foto erkennbar ist, eine Einwilligung und das in schriftlicher Form. Und diese Einwilligung kann auch noch jederzeit von der Person widerrufen werden. Ansonsten darf man das Material nicht benutzen. Man darf es nicht mal aufnehmen. Nicht mal auf seinen Computer kopieren und bearbeiten. Nichts darf man mehr machen, wenn man Personen fotografiert, welche keine Zustimmung gegeben haben. Das heißt, ja, ab 25. Mai kann man eigentlich nur noch Landschaften fotografieren oder Stillleben oder weiß der Geier was. Aber ein normales Foto, ich sage jetzt mal vor der Dresdner Frauenkirche, vor dem Pariser Eiffelturm, doch Pariser Eiffelturm könnte gehen, weil in Frankreich das Gesetz durch das Parlament dort etwas entschärft wurde, wenn ich das richtig gelesen habe. Und dort nicht ganz so hart umgesetzt wird. Hier in Deutschland hat es die Politik verschlafen, absichtlich verschlafen, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die so machen. Naja, wir hatten ja monatelang auch keine Regierung. Und dann kommen noch andere Sachen dazu, wie Strafzölle, um die man sich kümmern muss, anstatt sich ja, um die Bevölkerung zu kümmern. Tja, nur ist irgendwie der Schaden natürlich groß. Ich glaube nicht, dass jetzt bis zum 25. Mai da tatsächlich noch viel passieren kann, passieren wird. Wie das Ganze sich dann ja quasi handeln lässt, kann ich überhaupt gar nicht einschätzen. Ich bin kein Anwalt. Ich bin froh, wenn ich halbwegs verstehe, was in diesen Texten drin steht. Aber ich habe das jetzt auf mehreren einschlägigen Internetseiten recherchiert und überall wird davon gesprochen, dass man eben keine Person ohne deren Einwilligung mehr fotografieren darf. Das heißt, wenn ich eingeladen werde, eine Hochzeit zu fotografieren, dann hat mich zwar das Brautpaar beauftragt, das zu tun, dann habe ich von denen quasi durch den Auftrag die Einwilligung, aber nicht von den Gästen. Jetzt könnte ich natürlich zu jedem Gast dahin rennen und mir das unterschreiben lassen, dass ich ihn fotografieren darf und jeder, der Nein sagt, der kriegt eine Anstecknadel, damit ich den erkenne, dass ich den dann den ganzen Abend oder den ganzen Tag lang nicht fotografieren darf. Sollte ich ihn dennoch dann fotografieren, könnte er mich verklagen. So ist der aktuelle Stand, weil eben unsere Politik nicht in der Lage war und ja, keine Lust dazu hatte, das Ganze zu überarbeiten. Ja, ich denke mal, ich befürchte mal, dass ja so Dinge wie Facebook, Instagram, überall, wo mehrere Personen zu sehen sind, solche Apps, die ja quasi von Bildern der User leben, Flickr oder alles dergleichen,
Ja, die werden es in Zukunft dann gewaltig schwer haben, einfach weil es in Deutschland nicht mehr erlaubt sein wird. Und ja, ich hatte schon mal Bekanntschaft mit einem Abmahnanwalt, der nichts Besseres zu tun hatte, als Leute abzumahnen und damit sein Geld verdient hat. Völlig zu Unrecht, aber ist halt so. Und das ist eine riesengroße Schlange, in der man, ja, in die man da hineingerät, in eine Mühle, und es dauert ewig, ehe man da zu Klärungen kommt. Und ja, da darf man dann auch die Nerven nicht verlieren, das ist alles nicht so einfach. Und hier in diesem Fall mit dieser neuen Verordnung, Datenschutzverordnung, ja, sehe ich genau diese Abmahnanwälte natürlich wieder ganz weit vorne. Die brauchen ja nur Facebook durchwühlen, Instagram, Flickr, was weiß ich, Snapchat, wie alle Apps da so heißen. Die brauchen die nur durchwühlen, und von jedem, wo die da Bilder finden, können die ja die Leute quasi auffordern, die Einverständniserklärungen vorzulegen. Sollten diese nicht, ja, vorzeigbar sein, gibt das Probleme, definitiv. Egal, ob der Anwalt dann im Recht ist und ob Gerichte dann vielleicht später mal anders entscheiden oder sonst irgendwas, man selber hat erstmal ein riesengroßes Problem. Weiteres Problem: Konzerte, Fußballspiele, nichts. Man darf nichts mehr oder man kann nichts mehr fotografieren. Vielleicht tue ich das alles ein bisschen übertreiben, aber so ist tatsächlich der aktuelle Stand. Ich habe jetzt ja mehrere Tage mich darüber informiert, eben weil für mich so ein großes Projekt ansteht. Und ja, weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Fakt ist auch, dass man keine Schilder mehr aushängen darf, wie bei Konzerten, kennt ihr vielleicht, da hängen da immer mal Schilder. Bitte darauf achten, dass hier Video- und Fotoaufnahmen gemacht werden. Damit hat man sich das Einverständnis der Leute geholt, die die Halle betreten haben, die Konzerthalle. Das alles ist nicht mehr möglich, da dieses Gesetz eben das Hausrecht des Veranstalters aushebelt. Das ist so. Frag mich nicht, unter welchem Punkt und so. Ich bin kein Anwalt. Ich kann nur hoffen, dass es ja zeitnah jetzt noch Videos auf YouTube von richtigen Anwälten geben wird, die das Ganze vielleicht dann auch noch ein bisschen sachlicher und ja gesetzeskonformer erklären können als ich. Ich sehe jetzt schon wieder meine Dislikes hier unter diesem Video, aber ich muss mir diesbezüglich einfach auch mal Luft machen. Ja, kurz noch was anderes. Der Grund, warum ich drinne bin, ist, dass es draußen ziemlich windig ist. Eigentlich wollte ich schön draußen in meinem Garten sitzen, ein schönes Feierabendbierchen trinken und ja, nebenher das Video aufnehmen, aber es ist einfach zu windig. Ich kriege den Ton nicht aufs Video. Ich habe ja keine Monsterausrüstung für solche Dinge. Aber es wird auch bald wieder Videos von draußen geben, wo ich dann natürlich auch aufpassen muss, dass ich keine Personen mit im Video und ja, auf dem Foto habe. Ja, ansonsten müssen wir einfach mal schauen, wie sich das alles verhält. Ich werde jetzt meine Webseite prüfen, ob ich da Bilder habe, wo Personen erkennbar sind. Werde diese vorsichtshalber vom Server nehmen, auch wenn das ganze Gesetz nicht rückwirkend gelten soll. Aber ja, man hat ja schon Pferde vor der berühmten Apotheke und so weiter gesehen. Ja, manche Sachen fällt man ja irgendwie mittlerweile vom Glauben ab. Ja, das ist der aktuelle Stand der Dinge, was die Fotografie angeht. Und ja, schreibt mir doch mal in den Kommentaren eure Meinung zu dem Ganzen. Wie seht ihr das? Habt ihr überhaupt was davon mitbekommen? Den Link zu einer Seite, wo ich mich jetzt informiert habe, oder mehrere Seiten, setze ich euch natürlich in die Videobeschreibung, keine Frage. Was denkt ihr? Wie geht's weiter mit der Fotografie? Ich meine, jeder heutzutage hat ein Smartphone und macht ein Foto, wenn er in irgendeine Stadt fährt, auf irgendeinem Bahnhof ist, macht er ein Selfie, wie er vom Zug steht, dass er von dem Bahnhof zu dem Bahnhof fährt um die Uhrzeit, und im Hintergrund sind 10 Leute, die man erkennt auf dem Foto. Das war's. Das ist ein, ja, wenn man so will, ein Verbrechen. Dieses Foto online zu stellen oder überhaupt dieses Foto schon aufzunehmen, ist nicht mehr erlaubt. Ihr müsst erst alle, die hinter euch stehen, fragen und euch schriftlich zusichern lassen, dass ihr dieses Foto machen dürft. Dann stellt ihr euch wieder hin, situationsbedingt natürlich, und macht dann euer Foto, euer Schnappschuss. Also Schnappschuss ist dann so eine Geschichte, die wird es dann nicht mehr geben. Schnappschüsse, wo Personen drauf sind, unmöglich, könnt ihr nicht mehr machen. Geht nicht. Weil ihr die schriftliche Einwilligung der fotografierten Personen braucht. Wenn ihr die Bilder dann online stellt und derjenige sagt nach 2,5 Jahren: Ja, sorry, aber so gut kann ich dich heutzutage doch nicht mehr leiden. Nimm mal bitte alle Bilder, die du von mir gemacht hast, von deinen Servern und von deinen Apps und wo auch immer du das veröffentlicht hast. Und das darf der verlangen. Dann müsst ihr die Bilder da runternehmen. Nun sucht mal da eure Facebook, euer Profil da durch, wann ihr welches Foto wo hochgeladen habt. Viel Spaß wünsche ich da.
Und viele nutzen ja nicht nur Facebook, die nutzen Snapchat, die nutzen Flickr, die nutzen parallel Instagram, teilen ihre Instagram-Bilder gleichzeitig auf Facebook und umgekehrt. Das ist ja ein riesen Hackmeck. Wer dann so wie ich nebenbei noch eine Webseite betreibt, muss auch dort schauen, dass alles ja, gesetzeskonform ist. Nur weil es unsere Politiker nicht geschafft haben, das Gesetz anzupassen, sondern eins zu eins den EU-Vorschlag ja, durchgewunken haben und dieser nun, ja, wie sagt man so schön, die Kacke ist am Dampfen, am 25. Mai in Kraft treten wird. So sieht die Sache aus, so sieht die Lage aus. Ich denke auch, dass man das Ganze nicht unterschätzen sollte. Das ist ein Spiel mit dem Feuer, gerade am Anfang. Und ja, es wird eine Zeit dauern, bis der Erste geklagt hat. Und es wird dann noch länger dauern, bis das erste Gerichtsurteil gefallen ist. Und erst mit diesen Gerichtsurteilen, die dann irgendwann mal fallen werden, auf diese kann man sich dann wieder berufen. Ich denke mal, dass das Ganze dann entschärft werden wird, weil es ja völlig irre ist. Das passt ja überhaupt nicht mehr in die heutige Zeit. Das ist ja, also Datenschutz ist ja eine super Sache. Der Staat selber überwacht mich auf jedem Bahnhof und guckt, was ich mache, ohne dass ich zugestimmt habe, dass er das darf. Aber wenn ich ein Foto mache von diesem Bahnhof, wo Menschen sind, dann begehe ich eine Straftat. Ist ja völlig, völlig irre. Oder ich habe den ganzen Text falsch verstanden, aber ich glaube nicht, da ich da mit einigen Leuten auch konform gehe, die mir das genauso auch bestätigt haben. Ich hatte ja, vor ein paar Tagen schon überlegt, ob ich dieses Video ja, machen soll, ob ich das überhaupt zeigen soll, weil ich irgendwie so ein bisschen Sorge habe, dass das ja nach hinten losgeht hier auf meinem Kanal und für mich vielleicht auch ja vielleicht negative Auswirkungen haben kann auf meinem Kanal. Aber mein Gott, man muss sich ja auch mal ein bisschen Luft machen dürfen und ja, für mich selber persönlich ist es jetzt nicht so dramatisch, weil ich lebe nicht von der Fotografie oder sonst irgendwas. Aber was macht denn ein kleiner selbstständiger Fotograf hier in Deutschland, der Streetfotografie betreibt zum Beispiel? Der kann ja nun nicht in überall, wo er hinfährt, einen ND-Filter benutzen und hoffen, dass die Menschen, die dort vor dem Bauwerk, was er fotografieren will, oder in dem Straßenzug, dass die sich auch tatsächlich permanent bewegen, damit sie mit Hilfe des ND-Filters vom Bild verschwinden. Man darf ja diese Personen auch nicht verpixeln. Auch das ist nicht möglich, da es mittlerweile Programme gibt, die das Ganze wieder rückgängig machen können. Ich habe zwar noch nie was von so einem Programm gehört, aber möglich ist ja alles. Ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das heutzutage möglich ist. Ja. Oder eben Fotografen, die ihr Geld damit verdienen, Events zu fotografieren, Partys zu fotografieren. Die können da nicht von jedem da die Einverständnis. Das funktioniert nicht. Das ist gar nicht umsetzbar. Was machen denn die Menschen? Was soll aus denen werden? Nur wegen so einem dämlichen Datenschutzgesetz. Ich weiß gar nicht, was sie eigentlich mit dem Gesetz wollten. Ich glaube, Facebook und Amazon so ein bisschen in die Schranken weisen. Ich glaube, darum geht es hauptsächlich. Um die Datensammlung dieser großen Unternehmen. Aber irgendwie hat dann irgendjemand diesen Passus mit der Fotografie da noch eingebaut. Das ist der kleinste Teil in diesem ganzen Gesetzesentwurf, wenn ich das so richtig überflogen habe. Aber ja, für uns Hobbyfotografen oder auch gewerbliche Fotografen natürlich der Punkt mit den gravierendsten Auswirkungen. Mit dem Gesetzesding rund um Homepages, wo sich auch einiges ändert, wie die Cookie-Regelungen und sonst was, das habe ich mir jetzt alles noch gar nicht so genau durchgelesen, deswegen halte ich mich da auch lieber zurück. Fakt ist, und das wiederhole ich jetzt hier nochmal, um das Ganze nochmal auf den Punkt zu bringen, komprimiert auf den Punkt zu bringen, es ist nicht mehr gestattet, Personen so zu fotografieren, dass sie identifizierbar sind. Das darf nicht mehr sein. Nur mit deren schriftlicher Zustimmung. So sieht's aus. Wenn ich euch jetzt einlade, wir treffen uns mal und ich frage euch, wollen wir ein Foto von uns zusammen machen? Dann brauche ich eure schriftliche Zustimmung, wenn wir meine Kamera benutzen. Wenn wir eure Kamera benutzen, braucht ihr meine schriftliche Zustimmung und dann könnt ihr mit dem Foto machen, was ihr wollt. Solange, wie wir uns das nicht gegenseitig widerrufen. Wenn wir das Ganze widerrufen, müssen die Bilder gelöscht werden. Dürfen nicht mehr weiter benutzt werden. Nur weil einer von den Personen, die auf dem Bild sind, das nicht mehr möchte. Wenn ihr eine Party fotografiert, müsst ihr euch von jeder Person eine schriftliche Einverständniserklärung einholen, die klipp und klar aussagt, dass die Person damit einverstanden ist, dass ihr diese fotografiert. Alle anderen Personen, die aber sagen, nein, wir möchten nicht fotografiert werden, dürft ihr auch nicht fotografieren. Und wenn diese Person irgendwo so auf dem Bild umherläuft, was ihr gerade machen wollt. Und diese Person, die Nein gesagt hat, wäre mit auf dem Bild, dürft ihr das Foto nicht mehr machen. Ist nicht mehr erlaubt.
Das ist im Moment die knallharte Regelung, die am 25. Mai, wie gesagt, in Kraft treten wird. Wie lange das so sein wird, also ich hoffe mal, dass das nicht die Endlösung ist. Also das wäre ja der Tod für die, ja, private Fotografie, sage ich mal. Weil nur Presse dann noch Fotos von Personen machen darf. Geht ja auch nicht anders, ne? Wenn die Tagesschau zum Beispiel ein Video dreht vom Bahnhof, weil da irgendwas passiert ist, dann sind da ja auch zig Personen drauf. Da geht's. Wenn wir ein Foto machen, dürfen wir das nicht mehr. Also wer auch immer diesen Scheiß da verzapft hat, entschuldige ich bitte die Wortwahl, ja, der muss irgendwie, weiß ich nicht, auf einem anderen Planeten leben. Das ist völlig gegen die heutige Zeit, für mich absolut unerklärlich, absolut nicht verständlich. Ja, und hat mir in den letzten Tagen, das muss ich ehrlich zugeben, so ein bisschen auch den Zahn gezogen, hat mir so ein bisschen die Lust genommen, irgendwie so, ja, was zu machen oder so. Jetzt habe ich mir halt überlegt, so, hinfallen, aufstehen, weitermachen. Man muss ja zusehen, und ich bin ja nicht der Einzige, den es betrifft, sondern es betrifft uns ja alle. Alle, die das Interesse an Fotografie haben, und das ist ja nun mal so gegeben, ja, haben dieses Problem und müssen damit irgendwie umgehen. Und mich würde genau eure Meinung mal interessieren. Wie seht ihr das Ganze? Dramatisiere ich das oder seht ihr es vielleicht sogar noch schlimmer? Und wie werdet ihr euch verhalten? Was denkt ihr? Was sind eure Pläne ab 25. Mai? Was wollt ihr machen? Werdet ihr nur noch Landschaften fotografieren und komplett darauf verzichten, Personengruppen zu fotografieren? Oder was macht ihr? Sagt es mir einfach, schreibt es mir in die Kommentare. Schaut in unser Forum, wo ich leider auch die letzten Tage nicht mehr aktiv war. Ja, ich hoffe, es wird sich jetzt wieder ändern in naher Zukunft. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und oder ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. So verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Bleibt immer auf dem Laufenden. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und wir sehen bzw. wir hören uns im nächsten Video und denkt dran, die Kommentarfunktion zu nutzen. Bitte bleibt fair, bitte bleibt nett, so wie es sich gehört in einer Community. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.